Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil sie sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. Und in diesem Clip geht es jetzt um Alphabet, Apple und Nvidia. Und wir fangen mit dem Alphabet an. Wieder zu den Terminen. 1.2. ist der Jahresabschluss. Ich weiß jetzt nicht, wann da eine HV ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber 1.2. ist der Jahresabschluss, also auch relativ früh im Jahr, muss ich schon sagen. Und Alphabet ist für mich der Wert, der sagt mir am wenigsten. Also da finde ich jetzt nichts Besonderes. Aber angeblich gibt es 65 Analysten, die verfolgt werden, und von denen sind 59 im Kaufmodus. Da gehen bei mir schon alle Glocken an. Also lediglich 6 sind neutral. 59 im Kaufmodus. So nach dem Loch ist es sein sicherer Kauf. Also wie gesagt, da gehen bei mir alle Glocken auf. Oder an. Was ich überall so jetzt aus der Presse so rausgenommen habe, ist, dass Alphabet verstärkt auf die KI setzen will. Und zwar dahingehend, dass die Kunden selbst ihre Werbeanzeigen schalten können. Vor dem Hintergrund oder mit Hilfe einer KI. Ja, warum nicht? Da gibt es irgendwie 30.000 Angestellte, die sich darum kümmern. Und es wurde das Wort Kündigung nicht ausgesprochen. Aber damit muss man rechnen, dass sich da mal 10.000 Leute, dass die da mal verabschiedet werden. Vielleicht sind es auch nur 5, vielleicht sind es aber auch 15. Ich weiß es nicht, aber da muss man, wäre ich da angestellt, würde ich mir was Neues suchen, glaube ich schon. Das spart natürlich Kosten, ist keine Frage. Tja, muss man schauen, wie der Markt das aufnimmt. Auf jeden Fall scheint es bekannt zu sein. Hier ist das All-Time High, also hier ist das All-Time High von 152,57. Auf Monatssicht fällt mir auf den ersten Blick auf, wir sind am oberen Band. Es gibt genau wie bei einigen der vorangegangenen Werte die Gefahr eines Doppeltops. Wir sind sehr, sehr weit weg von der 200-Monatslinie. Das ist für mich ein bisschen arg weit. Prozentual ist das bei Alphabet am meisten. Absolut natürlich nicht von den genannten amerikanischen Werten bisher. Wir sind durchaus noch positiv oder im Aufwärtsmodus bezogen auf sowohl den Trendfolger als auch auf den Oszillator. Und jetzt gucken wir mal hier in der Woche. In der Woche sieht die auch noch recht stabil aus. Viele von den bisher genannten, die fangen hier so ganz leicht skippen an. Das tun die noch gar nicht. Also von daher ist das absolut noch in Ordnung, kann man sich nicht meckern. Es entsteht hier ein kleines neues Kaufsignal über den Trendfolger. Wäre ich vorsichtig. Das All-Time-High ist eigentlich das Maß aller Dinge. Da werde ich auch nachher die Puts dranlegen. Enge Bänder, recht enge Bänder, ist der langweiligste von den bisher genannten Werten. Und ich befürchte, wird es auch bleiben mit den weiter noch zu nennenden Werten. Gucken wir mal auf den Dark. Da sah es nicht so toll aus. Wir haben hier einen Inverted Umbrella Doji aus dem Band raus, ins Band rein. Danach fallen wir ab. Der Schlusskurs hier war 141 und jetzt dann gingen wir runter bis zur 10-Tage-Linie, bis zur 138 und schließen bei 139. Also zumindest hat er bisher gegriffen und wird auch mit seinem Hochpunkt bei 142,75 erstmal das Maß der Dinge sein, ob wir uns dem All-Time-High nähern oder nicht. Wir sind allerdings schon
in einem kleinen Verkaufssignal über die tägliche Stochastik und einem Verkaufssignal über den Trendfolger. Also ich rechne damit, das Alphabet, ich mache es mal ein bisschen größer, mindestens zur 20-Tage-Linie geht. Und dann muss man schauen, ob sie wirklich den Mut verlieren und gehen runter bis zum unteren Band. Das ist relativ nah dran, 127,70, das ist nicht so weit entfernt. Ich habe mich zu diesen Scheinen hier entschieden. Und zwar einmal ein Call, 123,83, da sind wir unter der 200-Tage-Linie. Den gucke ich erst dann an, wenn wir an oder unter der 20-Tage-Linie sind. Dann wäre das für mich eine ganz gute Unterstützung hier. Also dieser Bereich kommt vom Chart, kommt vom unteren Band. Dann kommt auch die 200-Tage-Linie, steigt ja auch weiter hinten auf. Wäre das eine ganz gute Basis. Aber noch muss ich mich auch hier, das habe ich jetzt bei Herrn auch schon gesagt, ich muss mich da nicht beeilen. Interessanter finde ich den Put, 156,25. Der liegt hinter dem All-Time-High. Das kann man probieren und den kann man sogar relativ schnell machen, aber ich würde ihn stoppen, wenn wir hier sind, über der 142,80, also sagen wir mal bei 143,5, würde ich den stoppen. Also das ist ein recht gutes CRV. Denn wenn der dann da runter geht, hier, dann legt er auch schon mal ordentlich zu. Das ist ein Put, der mir gefällt. Aber generell, da werde ich jetzt nichts machen. Bei den anderen drei werde ich was machen, aber bei Alphabet werde ich jetzt erstmal nichts machen. Das ist mir zu wenig Signal, sagen wir es mal so. Hier kommen die Apple. Die Apple sind auch relativ früh dran mit dem Q1-Bericht. Das ist am 25.01. Tendenziell müsste eigentlich das Weihnachtsgeschäft da sehr gut gelaufen sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich selbst bin großer Apple-Fan. Ich habe iPhone, iPad, MacBook Air und ich habe hier die Analysen, die ich mache, sind mit zwei iMacs. Eins ärgert mich maßlos. Ich habe also dieses Jahr einen neuen iMac gekauft. Der ist von der Bildschirmdiagonale her, also mal locker 10 cm kleiner, vielleicht sind es auch nur 8, als der alte. Das finde ich sehr ärgerlich, muss schon sagen. Kostet trotzdem das gleiche Geld, wenn nicht sogar ein bisschen teurer. Aber grundsätzlich, Apple ist nach wie vor die teuerste Firma der Welt, also die wertvollste Firma der Welt, so muss ich es formulieren. Aber das ärgert mich. Aber ansonsten, ich bin ein riesen Apple-Fan. Ich kann das bedienen, wobei ich wahrscheinlich nur 10% dessen nutze, was das Ding liefert. Aber gut, ich habe keine neueren Analystenschätzungen gefunden. Also ich brauche keine, die ein halbes Jahr alt ist. Das ist mir einfach zu lang her. Das will ich nicht haben. Deswegen, ich gucke immer auf so Sachen, die so 4 Wochen alt sind. Da habe ich keine gefunden. Das ist der Apple-Chart auf Monatssicht. Und da ist mir nur aufgefallen, hier von dem Low, was sie hatten, am 3.1.23 sind sie hoch. Da sind sie bisher nur auf das 38er gefallen. Mehr ist es nicht. Also ein bisschen drunter, mehr ist es nicht. Die 20-Monats-Linie liegt noch weit weg mit 164,80 und der Kurs ist ja momentan so um die, wo sind sie denn jetzt genau, 193. Die haben ein neues High gemacht, das sehen wir jetzt aber in der Woche besser, weil sie haben es nämlich nicht wirklich erobert, nennen wir es mal so. Wir sind hier am 11.12. haben wir ein neues High gemacht, aber sofort wieder runter. Und danach seitwärts abgeglitten. Wir bekommen über die Wochentechnik Schwächesignale rein. Sei das über den Trendfolger, sei das über die Stochastik, was mir nicht so gefallen darf. Auch hier weit weg von der 200-Wochenlinie, die ist bei 144. Ganz klares, ich möchte nicht sagen Verkaufssignal, aber auf definitiv bisher ein Doppeltop, was erst als überboten gilt, wenn wir diesen Punkt hier, da sind wir bei 200, wenn wir den nachhaltig überbieten, also nicht mit 200,50, sondern sagen wir mal 205, 210. Erst dann werden sie da interessanter, aber auf Wochensicht werden sie bei mir weicher. Die haben jetzt auch keine nennenswerten Neuheiten gebracht. Das ist ein bisschen doof. Und es ist einer der Werte, der unter der 200-Tage-Linie handelt. Wir haben sie hier unterboten, nochmal ran. Nochmal ran und wir gehen davon weg. Die Bänder sind recht eng. Vergleich das mal mit der Vergangenheit. Hier, das bisschen da. Hier hinten gab es das mal irgendwo. Da war das. Also da steht eine Bewegung bevor. Auf Tagessicht gelten sie als tief. Das ist kein
Weil wir nicht unter der 20 waren, kein frisches Kaufsignal, aber es ist zumindest ein, okay, wir sind tief, pass mal drauf auf, aber wir sind weiterhin auf dem absteigenden Ast über den Trendfolger. Das gefällt mir, wie gesagt, gar nicht, dass wir jetzt hier die 20-Tage-Linie nicht geschafft haben. Ich muss davon ausgehen, egal was die für Zahlen irgendwann bringen, dass sie erstmal hier die 187, das ist nicht viel, das sind 6 Dollar, dass sie das mal sehen, aber eigentlich ist die Bewegung bei mir hier bei 181, da wird jetzt die 200-Tage-Linie langsam hinsteigen, das war ein Zwischenhoch, dass wir das sehen bei 181. Ist für mich kein Kauf. Ich werde mich bei Apple ziemlich raushalten. Apple ist irgendwie als Aktie, ich finde die nicht einfach. Ich habe folgende Scheine rausgefunden. Und zwar zum einen hier ein 185er Call. Da sind wir hier unter dieser erstgenannten Unterstützung. Wenn die jetzt noch 4-5 Tage hier runter geht, dann gucke ich mir die an. Aber da müssen sie hier auch halten. Ich meine, hier war ein schöner Hammer. Da müssen sie hier auch halten an der 187. Wenn sie das nicht tun, wird es schwierig. Und dann denke ich schon, dass also mindestens 181, wenn nicht sogar tiefer, dass sie da hingehen kann. Wo ist jetzt das? Was ist die Scheibe? Hier. Ich habe aber auch einen Put, den habe ich bewusst ein bisschen, die sind nicht so volatil wie jetzt zum Beispiel eine Meta oder Microsoft kommt auch noch oder gerade Nvidia. Die sind nicht so volatil, deswegen habe ich diesen Put hier gewählt, eine 212er. Da sind wir ein bisschen oberhalb des All-Time-Highs. Und den kann man auch recht schnell bei 202 Schlusskurs schließen. Ich finde eigentlich ganz gut. Der hat ein schönes TRV. Kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube eher seitwärts leicht negativ als ein neues Hoch. So möchte ich es mal formulieren. So, der letzte Clip oder die letzte Aktie in diesem Clip ist Nvidia. Ich sitze jetzt fast 3 Stunden davor, um diesen Clip zu machen. Also das ist keine Geschichte von 20 Minuten. Ich muss mir gleich mal eine Pause gönnen. Ich glaube, der letzte Film, den ich mache, das ist Microsoft und Amazon. Dann bin ich durch. Hurra. Dann habe ich es geschafft. Also, Nvidia. Die Erwartungshaltung insgesamt ist sehr, sehr hoch. Jahresabschluss relativ spät. Von allen bisher genannten, der letzte am 21.02. ist der Jahresabschluss. Auch hier habe ich keine neueren Analysen gefunden. Das ist, finde ich, schade, hätte ich gern gemacht, aber da sind teilweise Analysten dabei, von denen habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Deswegen gehe ich die auch nicht an. Das ist der Monatschart. Ja? Und ihr seht, wie hier die Bänder aufgegangen sind. Das ist ein Wahnsinn. Ja, aufgrund dieser Bewegung hier. Tatsächlich, da muss ich schon fast einen Rechenfehler vermuten. Das untere der Bewegung entgegengesetzte Band bricht die Richtung, kommt hoch. Das in Verbindung mit diesem seit 1, 2, 3, 4, 5 Monaten bestehenden Top, so um die 500, macht mich glauben, dass wir hier nicht nennenswert weitergehen. Wie gesagt, wir haben, das werden wir gleich im Tagesschart sehen, wir haben da also enorme Erwartungshaltung an Nvidia. Als ob sie den heiligen Gral für KI und sonst was gefunden haben, habe ich mir nicht so sicher. Auf diese kleine Trendlinie komme ich gleich. Wie gesagt, die tun sich hier schwer. Die tun sich richtig, richtig schwer. Wir sind, und das macht mich sehr zweifelnd, wir sind vom Trendfolger negativ. Wir sind noch positiv auf Monatssicht von der Stochastik, aber irgendwie, die haben ihr Prä verloren, nennen wir es mal so. Gehen wir auf die Woche. Auf die Woche. Wo ist denn hier das MACD? Das da. So, fangen wir unten an. Stochastik auch sehr, sehr überkauft. Schon mehr oder weniger seit Wochen. Wir sind neutral bis leicht negativ im MACD. Hier sieht man diesen Bereich um die 503 deutlicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal gesehen, nicht drüber gegangen. Hier sehen wir das erste Mal diese horizontale Linie. Das war am 4.12. Und da waren wir bei 451.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterstützung. Aber die müssen wir auch wirklich, dann müssen wir sie auch nehmen nach unten. Im Tagesverlauf sieht man, warum ich sage, dass die Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch. Das kommt durch, wo ist sie denn? Diese Geschichte hier. Da, das war am 24.05. dieses Jahres. Das war ja ein Wahnsinn, was das Ding. Ich meine, wir reden hier nicht von einer kleinen Aktie, wir reden hier von einer Aktie, die 1,2 Billionen Börsenwert hat. Und dann knallt das Ding hier so hoch. Ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das war damals schon eine Überraschung. Das hat viel Geld gekostet, im Sinne, weil die wenigsten waren long. Die sämtlichen Emittenten haben richtig Kohle verloren dabei, weil so eine Bewegung in einem so großen Wert hat es, ich glaube, noch nie gegeben vorher. Also, wir haben hier nach wie vor diesen Top-Bereich hier. Das ist das eine. Wir sind über den Tageschart völlig neutral über den Trendfolger und leicht negativ über die Stochastik. Jeder Short muss über 505 gestoppt werden. Sagen wir mal 510, um das ein bisschen sicherer zu machen. Der muss da gestoppt werden, egal was man für ein Zertifikat hat. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wenn ich das hier so alles sehe, und das ist ja schon seit Wochen und Monaten dieser Bereich hier um die 500, gehe ich davon aus, dass wir nicht nur die 20-Tage-Linie sehen, sondern ich befürchte auch, dass wir ans untere Band gehen. Das ist eine Verbindung aus diesem Chartpunkt hier. Der kommt sogar noch von hier hinten, vom 2.10.23. Was? Ja doch, 2.10.23. Und hier als hier Unterstützung. 450. Tatsächlich sehe ich eher das Risiko als das Potenzial. Aber wenn sie es schafft, dieses All-Time-High hier bei 504 nach oben zu brechen, mit Schlusskurs, sind auch locker nochmal 30, 40, 50 Punkte drinne. Ganz bestimmt. Ich habe es mir bei Nvidia so überlegt. Ich habe einen 440er Call. Der liegt also hier drunter, unter dieser Unterstützungslinie hier. Ziemlich genau hier. Wenn der Wert hier runtergehen sollte, was ich präferiere, kann man sich den anschauen und gucken, ob es hier irgendwie dann ein Kaufsignal gibt oder nicht. Das muss man schauen. Hier ist das Band, hier ist der Chart. Das ist schon ein wichtiger Punkt. 453, deswegen davon ein bisschen runter. Da kann man sich das überlegen. Wenn es gebrochen wird, ist es vorbei. Ich selbst werde auch in Nvidia, ich habe die ersten drei Puts, habe ich ja oder werde ich kaufen von, was war das jetzt? Das war der erste Film, die werde ich kaufen. Und ich werde auch wahrscheinlich hier Puts kaufen bei der Basis 517. Da sind wir hier. Ich möchte wenigstens auch hier so eine 20% Position haben. Das würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich die jetzt hier nicht kaufe. Startschuss für den Kauf dieses Puts ist der Bereich 481. Wenn wir da drunter gehen, Chartpunkt in Verbindung mit 20-Tage-Linie, gehe ich davon aus, dass wir weiter runter gehen. Ich muss mich also noch nicht beeilen. Ich kann da noch, ich mache nochmal rein, ich kann da noch ein bisschen warten. Aber das ist dieser Put dann hier, 517er, die GP92E1. Also ich finde, die Erwartungshaltung an Nvidia ist so hoch, dass sie das gar nicht erfüllen können. Aber sie kommen recht spät mit den Zahlen, muss man sehr schauen, und die springen ganz gern. Man muss auch, das gilt für alle amerikanischen Aktien, die ich jetzt gezeigt habe, davon rausgehen, dass dann die Emittenten teilweise nur ein Bid-Only machen. Da gibt es keinen Ask-Kurs, da kann man nichts kaufen. Das ist, die machen Bid-Only, basta. Was ich immer wieder sage, was man unbedingt beachten muss, gerade bei diesen ganzen Glorious Seven, sind solche Bewegungen hier. Das ist der Hammer. Wenn das mal irgendwie deutlich heruntergeht und schließt mit einem Hammer, ist das ein gutes Signal. Achtet da mal drauf. Ansonsten viel Spaß erstmal. Es kommt noch ein Film und dann bin ich durch.